Willkommen auf der Satox und die Reihe geht weiter. Heute mit dem dritten und letzten Volume von When Will Ayumu Make His Move für euch. Somit ein weiterer Serienabschluss in Folge. Und ja. Zack, Folie ist ab. FSK Flatschen auch. Und der Zettel. Seite. Und der Zettel hinten klebt mit einem Punkt dran. Ich hoffe, das lässt sich echt leicht abfummeln. Kann ich dann auch gleich so abmachen noch. Problem ist, ich habe halt so das Talent, ich lege das dann immer genauso hin, dass es irgendwo wieder festkleben bleibt. Und los geht's. Ja, das letzte Volume, das dritte Volume von When Will Ayumu Make His Move. Mit Bügelpatch und den Episoden 9 bis 12. In den Sprachen Deutsch und Japanisch mit deutschen Untertiteln. Tonformat ist 2.0, Bildformat 16 Full HD. Hier wird eine 25 GB Blu-ray verwendet. Und das Ganze geht 100 Minuten, also 24 mal A25. Das Anime ist Slice of Life und Comedy. Gut, hier wird es ein bisschen mehr differenziert, mehr als bei Infinite Stratos. Aber ist ja auch egal. Also, es kommt auf die Serie an. Dann haben wir hier das Büchlein, nenne ich es jetzt mal. Und ein weiterer kleiner cuter Bügelpatch. Hier eine kleine Episodenguide mit ein paar Screens aus der Serie selbst, beziehungsweise aus den Folgen. Hier dann wieder ein paar Shogi-Steine und dann die Disc. Das hier packe ich mal wieder rein mit. Das hier auch noch, das wird auch noch mitpassen. Und dann bleibt natürlich wieder noch die letzte Amtshandlung. Das Ganze in den Sammelschuber rein zu tun. Wahrscheinlich ja. Muss ich die Patches doch rausnehmen. Oder ich probiere es mal einfach nur die Hefte. Ich habe halt immer gerne alles zusammen. Das war halt damals auch schon bei weiß nicht, ob ihr euch erinnert oder das gesehen habt, bei Nisekoi sehr problematisch. Weil da waren so viele Extras drin, wenn man das reingestopft hätte, wäre einfach der Sammelschuber geplatzt. Aber so kann ich jetzt wenigstens hoffentlich die Patches drinnen lassen. Und so passt auch alles super rein. Das heißt, Empfehlung an euch, das Werbematerial rausnehmen. Und dann passt alles 1A rein. Dann, auch hier findet ihr in der Videobeschreibung einmal einen Link zu den vorangegangenen Unboxings und einen Kauflink zu dem aktuellen Volume. Und über den Shops findet ihr dann natürlich auch die vorangegangenen, wenn ihr euch die Serie holen wollt. Und dann bedanke ich mich bei euch recht herzlich für das Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.